Wir sind schon im 21. Jahrhundert. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Und ich wollte unbedingt darüber zu reden. Ich wollte unbedingt zeigen, was passiert mit Menschen, wenn die gar keine freie Wahl haben. Welche Schritte sind die gezwungen zu unternehmen, um einfach frei atmen zu können? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Linda Söfker und ich leite die Sektion Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Regisseurin Jana Ugrechelidze vorstellen darf. Sie hat bei uns den Film Instructions for Survival im Programm. Hallo, Linda. Schön. Schön, dich zu sehen. Freut mich. Hallo Jana. Schön, dass du da Hallo. bist. Ich würde einfach vielleicht voranstellen, dass du, wenn ich das richtig sehe, in deine alte Heimat gefahren bist. Also du bist in Georgien geboren, ist das richtig? Und du hast in Georgien Genau. gedreht und hast dort ein Liebespaar. Und was da genaueres mit dem Liebespaar auf sich hat, darüber sprechen wir einfach später noch. Ich würde gerne wissen, diese Dreharbeiten, wann haben die stattgefunden genau? Und das ist ja gerade alles nicht so einfach zu drehen auf der Welt unter allen möglichen Voraussetzungen, die wir gerade beachten müssen. Was hast du für besondere Herausforderungen dort gehabt bei diesem Dreh? Ja, also wir hatten wirklich Glück. Die Dreharbeiten haben in 2019 angefangen und wir waren auch fertig mit allen Dreharbeiten. Und daher kann man sagen, dass wir schon Glück gehabt haben. Wie hast du den Film finanziert? Hast du, wie hast du Geld bekommen für Wir diesen haben Film? angefangen, also ganz am Anfang hatten wir gar keine Finanzierung und wir sind mit unserem eigenen Mittel gefahren, mit Kamerafrau Jule Kramer. Und wir haben das einfach angefangen, weil die Marie, sie war schon hochschwanger in dem Moment. Und dann so langsam, der Film wurde dann gefördert von dem Robert Bosch für eine Film- und Medienstiftung. Aber am Anfang an waren wir ganz allein, ohne jegliche Unterstützung. Nur ich und die Kamerafrau. Das interessiert immer sehr, sehr viele junge Filmemacherinnen, wie ein Film auch finanziert werden kann natürlich. Und du hast bei der Robert-Bosch-Stiftung ein Stipendium bekommen. Und wie Genau, das war ein Grenzgängerprogramm. Stipendium für Recherchereise. du hast so viel, ich weiß, weil wenn wir das Material für deinen Film zusammengestellt haben, stand immer überall Jana Ugrechelidze. Also heißt, du hast den Film auch so ziemlich allein gemacht. Das geht nicht, Genau, dass man ja, einen Film allein macht. ausgeschrieben. Welche Leute hast du dann noch mit an Bord gehabt? Wer war dabei? Also dabei war nur die Kamerafrau und dann irgendwann nach Belgien haben wir noch unsere Kollegen mitgenommen für den Ton und dann waren wir zu dritt, aber am Anfang an, so die Hauptarbeit haben wir zu zweit gemacht. Du warst vor 2 Jahren mit einem Film schon mal auf der Berlinale, mit einem Genau, Animationsfilm. das war mein Diplomfilm, Armed Lullaby und genau, das war mein Abschlussfilm. Und du hast da also schon erste Berlinale-Erfahrungen machen können. Warst du da vor Ort wahrscheinlich? Wie war es für dich? Es war schon eine sehr große und wichtige Erlebnis für mich. Und das ist auch der Moment, wo man denkt, vielleicht mache ich doch alles richtig, vielleicht lohnt es doch, in diese Richtung mich zu bewegen. Und schon ein sehr gutes Zeichen, dass das, was ich gemacht habe, hat auch andere Menschen interessiert. Warum hast du jetzt mit Instructions for Survival einen Dokumentarfilm gemacht? Ja, das ist tatsächlich mein Debütfilm und das war eine ganz spontane Entscheidung. Ich hatte schon ganz lange geplant, seit 2013 geplant, eine Animation darüber zu machen, weil das war einzige bekannte Sprache für mich, Animationssprache, um über die Themen zu reden, die sehr nah an den Herzen liegen und am 17. Mai 2013, das ist so ein internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie. In Georgien hat eine kleine Gruppe von Menschen sich gesammelt, um
das zu feiern und zu sagen, dass die da sind, dass die existieren. Und dagegen ist 2000-köpfige Menschenmasse aufgetreten. Und ich habe sofort gedacht an dem Tag, dass man muss einfach darüber reden, man muss irgendwas sagen. Dass es absolut undenkbar ist, die Existenz von irgendwelchen Menschen grundsätzlich unter der Frage zu stellen, je nach Genderidentität oder Religionszugehörigkeit und grundsätzlich darüber zu reden. Wir sind schon im 21. Jahrhundert, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich und ich wollte unbedingt darüber zu reden. Ich wollte unbedingt zeigen, was passiert mit Menschen, wenn die gar keine freie Wahl haben. Welche Schritte sind die gezwungen zu unternehmen, um einfach frei atmen zu können? Und das darf nicht sein. Ja, na dann verstehe ich so, dass dir das wichtig war, einen Film auch zu diesem Thema um die LGBTQ-Rechte zu machen und dass es kein Zufall ist, dass du eben Alexander und Marie kennst oder kennengelernt hast, um über deren Liebesgeschichte zu erzählen, sondern dass das eben zusammenkommt, weil du dich dafür interessierst und diesen Film deswegen gemacht hast. Die Protagonisten in dem Film, die sind gute Freundinnen von mir. Also ihre Geschichte war mir bekannt. Und irgendwann, als es bekannt war, dass die bestimmte Schritte, die dann in dem Film gezeigt werden, gemacht haben, um aus Georgien zu fliehen. Als es das bekannt war, habe ich ganz spontan für mich entschlossen, doch daraus einen Dokumentarfilm zu machen. Я не знаю вообще, почему здесь людей так сильно притесняют. Вот что-то с тобой не то. Ты, например, заикаешься, ты уже не свой. Все. Какие-то малейшие отклонения, ты уже не свой. Раз ты не свой, тебя надо задавить. Раз ты не свой, тебя надо уничтожить. Раз ты не стандартный. Kannst du darüber reden? Also Alex lebt mit einer Transidentität. Er ist mit Marie, sind sie verheiratet? In Georgien, es ist absolut verboten und nicht unterstützt die Eheschließung zwischen zwei Frauen. Und dadurch, dass Alex hatte in seinem Pass ein Kennzeichen weiblich, konnte die natürlich nicht heiraten. Deswegen haben die das Leben im Verborgenen geführt und für alle Nachbarn und alle herum waren die eine ganz normale, traditionelle, klassische, georgische, verheiratete Paar. Die haben sogar die Ringe getragen. Und das Problem ist einfach, Arbeit zu finden für Alex in Georgien als jemand, der eben in seinem Pass weiblich stehen hat, aber augenscheinlich für die Umstehenden, bei denen er sich bewirbt, womöglich, als Alexander eben da vor ihnen steht. Und das war auch der Grund, warum die für sich entschlossen haben, ihre Heimat zu verlassen. Dafür brauchen sie Geld.
Genau, dafür haben sie Geld gebraucht natürlich. Die haben alles Mögliche versucht und dann die Schritte unternommen, worüber ich in dem Film zeige, also was ich auch in dem Film zeige. Marie trägt ein Kind aus für eine Europäerin, um damit Geld zu bekommen, damit sie das Land, also Georgien, verlassen können. Was hat es mit der Leihmutterschaft auf sich? Wie ist das in Georgien? Mich interessiert, machen das viele Leute und welche Konditionen sind damit verbunden? Leider machen das ganz viele Leute, das machen ganz viele Frauen in Georgien. Das ist eine sehr komplizierte Thema, die man immer unter den Teppich kehrt. Aber das ist auch so ein Zeichen, in was für eine finanzielle Zustände sind und waren und jetzt sind, ist die Bevölkerung in Georgien. Das sind die meisten sind absolut verzweifelte Frauen ohne finanzielle Unterstützung, die ganz allein geblieben sind auf einmal, ohne irgendwelche Möglichkeiten, Arbeit zu finden, die mehrköpfige Familien haben oder wo die Eltern oder ein Ehepartner krank ist und dadurch, dass die keine Unterstützung von der Stadt bekommen, unternehmen sie solche Schritte. Die Covid-19-Pandemie macht das Drehen nicht leichter, es macht alles schwer, auch die Postproduktion danach. Hatte es auch einen Einfluss auf deinen Film, also einen konkreten Einfluss? Das war ganz kompliziert, nur per Internet mit dem Musiker, wunderschönen Musiker, zu kontaktieren, mit Editorin, mit dem Sounddesigner. Wir haben das zwar geschafft, aber das, ja, ich hoffe, dass es sich ändert dann ganz bald, weil dadurch geht ganz vieles verloren. Ohne physische, körperliche Kontakt geht sehr, sehr vieles verloren. Auch Kreativität, auch manche Ideen, die ganz spontan kommen können. Und Jana, wem sagst du das? Wir sehen uns jetzt auch das erste Mal und das per Bildschirm. Ich hoffe sehr, dass wir uns im Sommer dann auch persönlich begegnen können beim Summer Special der Berlinale. Ich habe noch eine Frage, mich würde interessieren, jetzt bist du das zweite Mal schon auf der Berlinale mit einem Film als junge Filmemacherin. Wie sind deine Zukunftspläne? Hast du schon ein nächstes Projekt? Woran arbeitest du? Alle meine bisherigen Projekte, auch Armklalubei, auf der Berlinale war in Generation Section vor 2 Jahren und davor ein Projekt Summer Story, die alle, die Hauptthemen diesen Projekten waren Flucht und Krieg und Völkermord. Ich bin mir treu geblieben. Dieses Mal mache ich eine Animation über Hungersnot in Ukraine, 1930er Jahren. Ich erzähle von Hoffnung und Kampf und von dem Drang zu überleben. Vielen, vielen Dank, Jana. Vielen Dank, das Ja. war ein schönes Gespräch. Danke. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und dann später deinen Leuten, die den Film sehen, alle viel darüber hinaus erzählt, was wichtig ist für dich und was wichtig ist auf der Welt, wovor wir nicht die Augen verschließen sollen. Vielen, vielen Dank, Jana. Ich Vielen freue Dank, mich, Lena. wenn wir uns in echt sehen. Tschüss. Ich hoffe, tschüss. Tschüss. Danke.